Hier habe ich noch was Schönes entdeckt, und zwar unter Virtual Reality Training von Montagna. Und dort ist eine Steigungs- und Gefällepassage. Ihr seht selber 2,46 Kilometer lang mit einer Steigung von maximal 6,4%. Ja, die habe ich jetzt viermal schon gefahren. Und wir werden sie jetzt mal noch ein Tor fahren. Ja. Gut, viel Spaß dabei. Ja, zu Beginn ist ein kleines Gefälle, bevor die Steigung von ungefähr 600 Meter kommt. Ihr seht das auch oben rechts eingeblendet, wo wir uns gerade befinden. Wie gesagt, jetzt geht es noch ein wenig bergab. So, jetzt beginnt gleich die Steigung. Ja, wie ihr seht, ungefähr noch 600 Meter lang. Noch 250. Zweihundert. 100. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Vorne, wo das Fähnchen ist.
So, und hier oben rechts sehen wir, geht es jetzt wieder bergab. So, noch ein paar Meter, 70 Meter. Und geschafft. Ja, Cooldown steht nicht umsonst da. So, auf Speichern gehen. Dann können hier wieder auf Extras, Analysemodul, dann sehen wir hier wieder durchschnittliche Wattzahl 238, relative Leistung 3,5 Watt pro Kilogramm, Mittelwert Puls 162, Mittelwert Kurbelumdrehung 82. So, kann man wieder auf Analysieren. Und dann können wir das wieder mit irgendeiner Strecke vergleichen. Ich habe die jetzt schon viermal gefahren. Wie ihr seht, jetzt habe ich eine Zeit, glaube ich, von, was war es, 5, wo ist jetzt, 5:13, die Zeit, wo ich gefahren habe jetzt. Und wenn ihr das vergleichen tut, mit vorigen Zeiten habe ich eine, wo ich eine ein wenig schneller war. Am 14.01. Ja, wie ihr seht, ist sie aber fast gleich von den Kurven her. Ich kann jetzt, wie gesagt, von den verschiedenen Fahrten, die ich schon auf dieser Strecke gemacht habe, Vergleich ziehen und dann sehe ich, wo ich mich verbessert oder wo ich mich verschlechtert habe. Also ideal für Training. Ja, gut, das soll es dann gewesen sein. Tschüss.